Soweit zurückverfolgbar erfolgt das Abholen der Stabsoffiziere in mehreren Abteilungen. Ich grüße den Kriegsminister mit seinen Adjutanten und seiner Mannschaft. Wir haben heute ja was Großes vor und haben gehört, dass schon feindliche Truppen sich um uns, um unser schönes Wennigsen herum gesammelt haben und möchte euch bitten, dass Sie sich uns anschließen. Herr Major, ich danke für die Meldung. Wir wollen unser Bestes tun. Wir waren schon in Vorkämpfen, waren wir schon verwickelt, die sind aber zu unseren Gunsten ausgegangen. Und ich wünsche diesem Fest einen frohen Verlauf. Danke, gleichfalls. Ja, gehen wir noch rüber. Geht da rüber? Vom Kriegsminister Nolte geht es weiter zum kommandierenden General Rogge. Grüße den General Rogge und seine Adjutanten und seine Familie und seine Mannschaft. Ich freue mich, feststellen zu können, dass sie tauglich befunden sind. Und die feindlichen Truppen, die sich formiert haben, hat die Garde Weiß ganz hervorragend in die Flucht geschlagen. Ich möchte euch nun bitten, sich uns anzuschließen, damit wir den heutigen Tag und die Abfolge leisten können. Herr Major, Letzteres werden wir selbstverständlich tun. Vorher bedanke ich mich für die lange Rede. Kann ich alles behalten. Danke. Okay. Herr Kriegsminister? Bereit zum Abmarsch? Gut. Herr Major, weiter geht's zum Generalfeldmarschall. Abteilung Kehr. Von hier aus zieht die Abteilung weiter zum Generalfeldmarschall Hennes, der offensichtlich noch nicht ganz bereit ist. Wir sind schon abgeholt. Komm her, zieh dich an. Meine Herren, pünktlich wie immer. Ich grüße den Generalfeldmarschall und mit seinen Adjutanten und hoffe, dass er stark genug ist, den heutigen Tag mit uns zu begehen. Vielen Dank, Euer Exzellenz. Ich möchte den Generalfeldmarschall bitten, um zu folgen. Früher gab es mal einen, der hat gesagt, feucht und unauffällig. Generalfeldmarschall, haben Sie Ihren Rang richtig auf? Das ist die. Auf geht's! Dann sammeln sich alle Abteilungen und somit alle Stabsoffiziere und die Musikkapelle Kallenberger in unmittelbarer Nähe des Königspalastes zur Abholung des Schützenkönigs. Wo man mit zunehmend näher rückenden Stabsoffizieren offenbar zunehmend nervös wird. Jetzt wird's langsam Zeit. Und dann sind sie da. Gerade so geschafft. Geht es weiter zum Rathaus, zum Abholen der Königskette. Offiziere, Stillgestanden,
Die Offiziere mit den Degenziehen. Das Gewehr über. Achtung zur Übernahme der Gemeindefahne und der Schützenkette, die heute 150 Jahre alt ist, präsentiert das Gewehr.